Direkt im Anschluss mit dem zweiten Zeittraining der Rotax Mini, beziehungsweise das erste Zeittraining, das zweite Zeittraining des heutigen Tages. Die Rotax Mini und die Rock Youngster. Auch sie werden 10 Minuten fahren und da würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Sie sehen es auch, meine Damen und Herren, am Bildschirm eingeblendet. Da können wir jetzt 10 Minuten verfolgen, das Zeittraining der Rotax Mini und der Rock Youngster. Mein Name ist Joshua Hildebrand. Ich freue mich, das ganze Spektakel mit meiner Stimme begleiten zu dürfen. Das Zeittraining der Rotax Mini und der Rock GP Youngster Klasse mit den Fahrern Phil Vogel mit der Startnummer 106 aus Hockenheim, Lukas Schabinskas mit der Startnummer 117 aus Altenstadt, aus Gießen mit dabei in der Rotax Mini Klasse Viktor Schönfeld und Sven Pokorny aus Sulzbach, ebenfalls Rotax Mini Klasse. Dann haben zwei Fahrer noch in der Youngster Rock GP Youngster Klasse, Nick Kleinritter aus Dorsten und Benjamin Brunner aus Köln. Wie bereits erwähnt, die ähnlichen Klassen in der Rock GP und bei der Rotax Klasse, die sind zusammengelegt. Dann hat man ein bisschen größeres Starterfeld, sonst hätte man ja Unmengen an Klassen, das wollen wir natürlich nicht. Also ähnliche Klassen sind zusammengelegt. Für alle, die sich wundern, warum derjenige vielleicht ganz unten steht, es gibt natürlich kleinere Unterschiede zwischen den Klassen, aber nicht wundern, wie gesagt, wenn die Startnummer, die Sie suchen, eventuell am heimischen Bildschirm, wenn die ganz unten steht, das wird natürlich zum Schluss auseinandergezogen. Da gibt es dann die einzelnen Wertungen in der Rock-Klasse und in der Rotax-Klasse. So viel dazu. Aber wenn Sie das schon, das Debütrennen, den Saisonauftakt verfolgt haben, werden Sie das, denke ich mal, wissen. Ein paar gelbe Flaggen bisher schon gehabt. Das ist natürlich das Ergebnis der feuchten Strecke. Der Vogelsbergring mit seinen 1040 Metern ist natürlich ja jetzt nicht mehr der neueste Ring, ist dementsprechend auch nicht so breit, wie es zum Beispiel in Wackersdorf der Fall ist. Wir haben hier sehr viele Bäume drumherum, was natürlich auch gerade, wenn es eigentlich, wenn der Rest der Strecke trocken ist, gerade hinten die langgezogene Kurve nach dem Infield, da haben wir immer ein bisschen Tau morgens, das ist aber völlig normal. Inzwischen wird es auch ein bisschen trockener, wie gesagt, aber die Strecke hier ist etwas älter und der Auslauf bzw. die Streckenbreite ist jetzt, wie gesagt, nicht ganz so breit. Also wir haben ein paar gelbe Flaggen, es ist ein bisschen feucht, die Fahrer schauen natürlich jetzt noch hier im Warm-up noch eher, im Zeittraining wird es schon ein bisschen schwieriger, wenn man es hier probiert. Was hier Sache ist, wie sich es mit dem Kart verhält, auch wenn das alles sehr erfahrene Fahrer sind, nichtsdestotrotz sehen wir den ein oder anderen Dreher und auch die ein oder anderen Querfahrten. Das ist aber, wie gesagt, völlig normal. Es dient ja auch ein bisschen zum Ausprobieren, aber trotzdem sollten Sie sich ranhalten. 10 Minuten Zeittraining, die Hälfte ist bereits rum. Also wer sich hier irgendwie aufs Grün begibt oder rausfliegt, der muss sich ranhalten. Denn sonst ist vielleicht eine ganz gute Startposition futsch. In dem Fall bei 6 Fahrern geht es ja halbwegs noch. Aber wenn wir jetzt 27 Fahrer haben, wie bei der Rotax Seniorenklasse, dann wird es natürlich eng. Und da werden wir später auch sehen, da werden sich ganz viele Fahrer innerhalb von
wenigen Zehnteln bewegen. Und da ist ein Ausrutscher, eine Querfahrt, kann unter Umständen schon einige Plätze oder Startpositionen kosten. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir sind jetzt beim Zeittraining der Rock GP Youngster Klasse und der Rotax Mini. Momentan schnellste Zeit, gefahren von der Startnummer 601, Nick Kleinritter aus Dorsten. Die Zeit 1:05.701. 1:05.701. Die schnellste Zeit bei den Rotax Mini, gefahren von Scherbinskas mit der Startnummer 117, und zwar 1:08.300. 1:08.300, und damit ist Scherbinskas momentan, was die Rotax Mini Klasse angeht, hier im Zeittraining, ja, ungeschlagen weit vorne, in dieser Wertung zumindest, und zwar 4 Sekunden ganz genau. Also 4 Sekunden hat er Vorsprung auf den direkt folgenden Vogel mit der Startnummer 106. Das ist Phil Vogel aus Hockenheim, der ebenfalls in der Rotax Mini-Klasse unterwegs ist. Und wenn wir uns mal anschauen, was eigentlich in Wackersdorf so gelaufen ist in dieser Klasse, dann ist es kaum verwunderlich, dass Scherbinskas der schnellste bei den Rotax Minis ist, denn er hat auch in der Tageswertung in Wackersdorf gewonnen mit 45 Punkten. Hatte er im ersten Rennen den zweiten Platz und im zweiten Rennen den ersten Platz eingefahren. Dasselbe für Viktor Schönfeld, der momentan in der Rotax Mini-Klasse Vorletzter ist, also Drittplatzierter. Vorletzter klingt immer so negativ, aber es ist der dritte Platz, drittschnellster momentan bei der Rotax Mini. Er hat genauso viele Punkte wie Lukas Scherbinskas, und das lässt natürlich, ja, ich hoffe es zumindest auch für alle am Bildschirm, dass wir da eine geballte Rennaction zu sehen bekommen und dass wir schöne Zweikämpfe sehen werden, denn es geht später nämlich um wichtige Meisterschaftspunkte, und gerade bei denen, die ja gleich auf sind, wie in diesem Fall Scherbinskas und Schönfeld. Bei den RockGP Youngstern, da ist es Nick Kleinritter als einziger in der Meisterschaft eingeschrieben, der mit 50 Punkten, also zweimal gewonnen hat. Auch nicht wirklich verwunderlich, aber trotzdem kann man das erwähnen. Noch 2 Minuten zu fahren. Die schnellste Zeit kommt von Kleinritter nach wie vor, 1:05.701. Danach haben wir Benjamin Brunner aus Köln, 1:06.741. Scherbinskas, der schnellste in der Rotax Mini, insgesamt Dritter, 1:08.174, gefolgt von Vogel, 1:11.458, Schönfeld, 1:13.586 und Pokorny, 1:14.783. Ja, die ATV Kart Nationals ist eine sehr, sehr beliebte Clubsport-Rennserie, und die soll natürlich auch so ein bisschen als Sprungbrett dienen für alle diejenigen, die mehr wollen, weil natürlich auch ganz junge Fahrer hier mit 8, 7, 8 Jahren, 9 Jahren schon unterwegs sind, und die möchten ja nicht ewig im Kart sitzen, sofern es natürlich finanziell und auch talentmäßig passt. Und gerade deshalb unterstützen wir das. Wir sind quasi das Sprungbrett für diejenigen, die vielleicht auch in den, ja, in den GT-Sport wollen, in den Tourenwagen, Automobilrennsport möchten. Und deshalb haben wir einen ganz besonderen Programmpunkt heute Mittag. Und zwar gibt es ja die Midget Racing Series. Die gibt es schon im Ausland seit längerem. Inzwischen gibt es die auch in Deutschland. Das sind eigentlich, ja, Fahrzeuge. Das ist eigentlich, man sagt im Fachjargon so ein bisschen die Mini-DTM. Das sind Fahrzeuge mit Gitterrohrrahmen, die einen 2-Liter Renault-Motor haben, wenig wiegen, 225 PS haben, also wirklich auch schnell unterwegs sind, günstig sind, muss man sagen. Also es ist eine erschwingliche Sache, wenn man irgendwie in den Automobilrennsport einsteigen will. Die Rennserie ist auf bekannten Rennstrecken unterwegs, zum Beispiel auch in Oschersleben und anderen Strecken, und findet immer im Rahmen von anderen Rennen statt, zum Beispiel der NES 500, wie jetzt dieses Jahr in Oschersleben, so ein Langstreckenrennen mit Porsche Caymans und BMW M235i, und da findet diese Rennserie statt, und da haben wir zwei da, die vom DSK-Team heute da sind, vom Junior-Team,
Und das ist Lena Heun und Nick Wüstenhagen. Und die haben ihr erstes Rennen erfolgreich bestritten. Und da wollen wir euch mal zeigen, was so drin ist, wenn ihr euch gut anstellt. Und wenn es natürlich alles passt, dann könntet ihr auch in dieser Rennserie mitfahren. Und die werden, wie gesagt, in der Mittagspause mal so ein, zwei Runden drehen. Was man jetzt nicht sieht im Livestream, meine Damen und Herren, die schwarz-weiß karierte Flagge, aber ich kann Ihnen sagen, ich sehe sie und das bedeutet, dass das Zeittraining vorüber ist. Das Zeittraining der Rotax Minion Rock GP Youngster Klasse. Klein Ritter 105146, er hat sich die Pole Position ja, gesichert und hat sich durchgesetzt gegen Benjamin Brunner mit der 602. Er wird also auf Position 2 aus starten, Brunner mit 106741. In der Rotax Mini hat sich durchgesetzt im Zeittraining Scherbinskas mit der Startnummer 117107818 und er gefolgt von Vogel 111303. Schönfeld wird von 4 aus starten in der eigenen Klasse insgesamt auf Rang 5. Auf 3, insgesamt auf 5, so rum, 1.12.690 ist seine Zeit und zu guter Letzt haben wir noch insgesamt 6 platzierter Pokorny mit 1.14. Er wird also von der dritten Startreihe aus ins Rennen später gehen. Das Rennen übrigens dieser Klasse, der Rotax Minion Rock Youngster, findet um 10.52 Uhr statt, ganz im Anschluss der Bambini Waterswift Rotax Micro und Rock Mini Klasse. Insgesamt wäre das das zweite Rennen des Tages. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, bitte vormerken um 10.52 Uhr. So.